Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pet Swarm. Und zwar, wir haben heute wieder alle Eier fertig gemacht und wir wollten ja in die neue Welt gehen, die wir letztes Mal freigeschaltet haben. So, ich würde direkt sagen, ich mache hier mal die Eier auf und guck mal, was so drinne ist. So, der ist wieder ganz cool, den haben wir ja schon relativ oft. Aber ich glaube auch, dass wir in der nächsten Welt gleich viel, viel stärkere Sachen bekommen. So, ich level jetzt hier erst nochmal alles auf, was ich aufleveln kann. Damit wir mal gucken können, welche wirklich die stärksten sind, die wir haben. So, den hier. Die sind alle nicht so stark. So. Okay, den können wir aufleveln. Ja, 24. Sehr gut. Damit können wir den jetzt hier wieder... Okay, nee, können wir nicht. So, dann nehmen wir den hier wieder mit rein. Und wir gehen in... die neue... Oh nein, jetzt bin ich hier direkt zum Nest gegangen. Oh, wie doof. Und wir gehen jetzt hier zusammen in die neue Map. Obwohl, wir gehen uns erstmal nur einen neuen Rucksack kaufen. Den für 3000 hier. Weil ich habe nämlich gesehen, glaube ich, in der neuen Map gibt es doch keine Sachen. Wie wir letztes Mal gedacht haben. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in die neue Map. Oh, was wäre denn da hinten gewesen? Okay. Hier ist irgendwas richtig Cooles. Einen Boss gibt es hier. Okay, für 1600. Ich würde sagen, den Bosskampf machen wir auch demnächst mal. Aber jetzt noch nicht. So, hier hoch. Hier weiter. Let's go. Und dann gehen wir natürlich wieder hier rein. Und versuchen jetzt hier mal, die Katzen zu machen. Mal gucken, ob das klappt. 510 Leben. Ich hoffe, ihr schafft das. Ich hoffe, ihr schafft das. Denn hiervon brauchten wir auch ungefähr 10 Stück. Okay, sie schaffen es. Sehr gut. So, das heißt, hiervon fahren wir uns dann auch erstmal noch 10 Eier. Vielleicht können wir auch da vorne nochmal die Schlangen machen. Vielleicht geht das ja sogar auch. Ich gehe mal hier vorne hoch. Okay, hier ist sogar ein Trampolin. Okay, cool. Die sind Level 25. Wir versuchen es mal. 1300. Okay, ich glaube fast nicht. Ich glaube, die sind echt viel, viel, viel zu stark. Okay, die schaffen wir leider nicht. Aber wir können ja mal gucken, was wir noch so finden. Was vielleicht noch so schaffen könnten. So, hier vorne sind noch was. So, Mumien. Okay, und die sind Level 30. Also ich glaube, davon sollten wir noch ganz schön weit wegbleiben. So, Level 30er sind nämlich echt ganz schön stark. So, weil die hier sind ja auch erst Level 20. Und die waren, glaube ich, Level 25, ne? Ich gucke nochmal schnell nach. Ich bin nämlich nicht mehr sicher. Genau, die sind 25 und die anderen sind 30. Also echt viel, viel zu stark für uns. So, dann gehen wir hier wieder hin. Guck mal, wie viele Eier wir haben. 5 Stück schon. Okay, super cool. Das haben wir hier natürlich auch noch ein. Brauchen wir hier nicht liegen lassen. Auch wenn das automatisch einsammelt, aber besser ist besser. So. Damit machen wir hier dann nochmal ihn hier. So, alle drei sind dran. Sehr gut. Sammeln wir hier vorne das Ei ein. Ich guck mal, wie viel ich jetzt habe. 7, das heißt, jetzt kriegen wir das 8. Und das dürfte dann schon das 9. sein. Und ich gehe dann schon mal zurück. Und platziere die Eier. So. No. Oh Mann, ich mag das irgendwie nicht, dass die ganze Zeit da neben mir stehen. So, guck mal, hier kriegen wir auch viel schneller, viel, viel mehr Geld. So, back. Und jetzt könnt ihr hier rangehen und mir die ganze Zeit ganz viele Erdbeeren sammeln. So, ich glaube nämlich immer, dass die eins komplett machen können. Dann kann ich zurückgehen. So, und jetzt gehe ich zurück, gebe euch das alles und gehe dann wieder zurück und hab wieder ganz viel. Okay, sehr cool. Also so ist es auf jeden Fall eine echt gute, gute Technik, um ganz viel davon zu kriegen, also von diesen Erdbeeren. So, setz dich jetzt noch hier hin. Der eine ist aber ganz schön langsam, muss ich sagen. Ah, ihr seid alle drei noch dabei, okay. No? No, okay. Einmal kurz zurück zum Nest. So, jetzt bin ich wieder hier. Nein, ich bin noch leer. Ist das nicht gerade leer gegangen? Okay, das hat irgendwie ein bisschen verbuggt. Komisch. So, dann gehe ich mal direkt gleich rüber, dass sie hier immer wieder was wegbringen. So. Und dann machen wir auch direkt die nächsten gleich. So und so. Und hier drauf. Nein, aber doch. So. Dann machen wir hier, hier und das hier. Das heißt, jetzt können die alle drei wieder arbeiten.
Und wir bringen in der Zwischenzeit das hier weg. So, und gehen wieder hier hin. Sehr gut. Denn das ist wirklich die beste und schnellste Technik. So mit dem Teleport immer wieder hin, abgeben und wieder zurück. Zum Glück muss man sich das nicht erst mit Robux kaufen, dass man sich zurück teleporten kann. Das ist nämlich echt cool, dass es hier umsonst ist, muss ich sagen. So, dann macht hier mal. Ich gehe mal kurz zurück. Und wir kriegen auch so viel Geld schon wieder. 5.800. Also auch gerade eben schon mal gesehen, dass da hinten kostet 480.000. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich viel. So, hier wieder back. Hier werde ich den ganzen Sachen einsammeln. Hier und hier. Okay. Wie viel hat es noch in unserem Rucksack? 600 von 1080. Einmal kurz zurückgehen. So, dann das hier. Ah, ne. Okay, die können wir jetzt alle noch nicht. So, wie weit seid ihr? Aber schon relativ weit. So. Ich mach mal kurz zurück. Ich glaube, langsam aber sicher sind sie fertig. Also die Eier. Okay, die ersten Eier sind fertig. Das heißt, wir brauchen nicht mehr viel. So. Okay, back. Hier, du kannst den einsammeln. Und somit dürften wir jetzt, glaube ich, alle fertig haben, oder? Okay, es sind alle fertig. Ich lasse jetzt nochmal alle drei was einsammeln, dass mein Rucksack dann noch fertig ist. Obwohl, ihr könnt eigentlich hier jetzt mal kämpfen wieder. Denn kämpfen ist auch gut. So, jetzt gehe ich mal direkt zurück zum Nest. Und mache hier natürlich direkt das nächste auf. Okay, ein fliegendes Ei. Das sieht schon mal cool aus. Noch eins. Eine Katze. Noch so ein fliegendes Ei. Okay, eine Schlange. Aber dieses Mal haben wir irgendwie nicht so Glück. Wir haben kein einziges Seltenes bekommen. Okay, dann gucken wir mal direkt, wenn wir jetzt hier die Pets sehen, ob wir davon irgendwas schon mal stärker machen können. Das können wir schon mal stärker machen. Das hier auch, das hier auch, das auch, sehr gut. Okay, 48 Schaden. Ich nehme alles zurück. Die sind super duper stark. Aber wie stark werden dann die anderen sein? So, das machen wir jetzt hier mal. Oh, seht ihr das? Wie super stark die sind. Ich würde sagen, wir probieren jetzt noch was ganz Riskantes. Und zwar hier drüben die anderen Eier. Okay, ich glaube, aber dafür bin ich noch viel zu stark. Das ist schwach, das lassen wir lieber. So. Und gehen dann hier vorne rüber. Das kriegen wir vielleicht sogar hin. Okay, das schaffen wir auch nicht. Ich habe gedacht, dass wir um einige stärker sind, als wir wirklich sind. Also, wir brauchen wahrscheinlich alle drei davon. Und so. Aber guck mal, wie schnell wir jetzt hier schon 9 davon farmen können. Also das geht wirklich schon schnell. So. Und dann hier und hier rüber noch. Denn ich würde echt gerne nochmal so ein legendäres hier rausziehen. Aber ich muss auch sagen, das Spiel hier ist super, super cool. Das macht mir so viel Spaß. So. Und dann können wir, glaube ich, haben wir schon genug? 6. Okay, nee, paar brauchen wir noch. Dann gehe ich nochmal hier rüber. Das müsste das 7. Das ist dann das 8. Und dann machen wir auch direkt das 9. noch direkt hinterher. So, und 9. Sehr cool. Dann gehe ich schon mal zurück. Aber ich gehe erst zurück, nachdem ihr hier schon anfangt. So, denn dann können wir alle immer was machen. So, back. No. So. So und so. Okay. Dann könnt ihr hier schon wieder anfangen. Und ich gehe schon mal wieder zurück und bringe hier was hin. Und wieder hier hin. Das ist echt richtig cool, dass man halt so weit vor und dann direkt wieder zurück kann. Also das ist wirklich, ich freue mich gerade so sehr darüber, weil das dann so super duper schnell geht. So, zurück zum Nest. Und wieder dahin. Oh, warum hat es geklappt? So, dann wieder hier hin. Wieder hier hin. Dann können wir direkt wieder zum Nest gehen, was abliefern. Wieder direkt zurück. Dann können wir gucken, okay, die Map noch genug. Dann könnt ihr hier wieder arbeiten. Und da arbeiten, dann wieder zurück zum Nest. Guck, das geht so super schnell. Dann gehen wir wieder hier hin, dann kann hier wieder einer arbeiten. Da wieder einer arbeiten. Guck, und dann machen wir hier alles sauber und haben genug Erdbeeren zu essen. So. Und zack, zack, da drauf. Hier hinten dran, zurück zum Nest.
Hier wieder alles rein, back, hier wieder drauf. So, sehr gut. Das funktioniert echt super, super gut, muss ich sagen. So. Und gehen wir nochmal zurück zum Nest. Ja, würde ich sagen. Damit wir hier die ganzen Eier fertig machen. So, so und so. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch schon alle drei. Ich hoffe ja halt so sehr, dass ihr gleich was Legendäres rausbekommt. Ich würde auch sagen, dass wir... Oh, was kannst du machen? Hier ist wahrscheinlich wieder so ein Boss, oder? 1600, ja. Ich glaube, aber der wird viel, viel, viel zu stark für uns sein. Aber den können wir auf jeden Fall auch gleich mal ausprobieren. Oder wir machen mal eine Folge, wo wir nur Bosse ausprobieren, wenn wir hier alle Starken haben. Das wäre, glaube ich, auch mal was ganz Cooles. So. Und dann nehmen wir hier, zack, da wieder hin. Hier haben wir die alle. Zumal zwei haben wir sogar schon fertig. Das heißt, so. Lange dauert es nicht mehr. Okay, warum machst du nichts? Ihr könnt doch arbeiten. Ihr sollt alle was machen. Damit die anderen Eier alle satt sind. Aber dass ihr nichts essen müsst, wundert mich. Aber ihr esst wahrscheinlich, ihr nascht wahrscheinlich die ganze Zeit mit, wenn ihr hier was jagt. Also die ganzen Erdbeeren einsammelt. Kann ich mir gut vorstellen. So. Und zack. Ich glaube, dass das jetzt reichen dürfte. Okay. Das reicht sogar. Eine Katze, okay. Oh, jetzt haben wir den ersten Hund. Richtig cool. Nochmal eine Schlange, ja. Aber der Hund, das ist schon mal gut. Das ist nur 8%. Oh, jetzt haben wir schon zweimal. Und dieses Fliegeding, okay. Und die Katze. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, wieder keinen Platz in unserem Inventar. Der bringt 46 Schaden. 64 Schaden. Oh Mann, der macht so unfassbar viel Schaden. So, das haben wir. Dann hier können wir leider nichts hochleveln. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal wieder back, dass wir hier noch die anderen Eier sammeln können. So, 1, 2, 3. Guck mal, jetzt ist der Hund mit dabei. Oh Mann, das ist ja so super stark. So, ich guck mal. Obwohl, wir hatten ja noch Eier, die noch nicht ganz fertig waren. Die Bäume können wir auf jeden Fall verkaufen und die hier auch. Also die alle weg. Tschüss. Ah ne, so, tschüss. Das hat schon mal funktioniert, sehr gut. Und die lassen wir natürlich erstmal drin. Obwohl, der kann auf jeden Fall auch weg. Und der ist auch Level 3, das heißt, der ist auch nicht so stark. Und die hier lassen wir erstmal alle drin. Und wir machen mal hier das Ding weg. Und equippen den. Die Schlange hier können wir wahrscheinlich nichts mehr machen. Nee, aber wir können nochmal... So, attack den mal. Sehr gut. Dann nehmt ihr den hier auch am besten noch mit. So, ich gehe schon mal zurück zum Nest. So. So und so. Nochmal eine Katze. Und nochmal eine Schlange. Okay. Und nochmal ein Hund. Okay, das war jetzt aber cool. Ich wusste gar nicht, dass wir nochmal so einen frei haben. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch hochleveln können. Also, die können wir jetzt hier auf 2 machen. Vielleicht können wir die dann ja noch... Okay, nee, dafür reicht es leider nicht. Oh nein, wir hätten das gerade eben machen können. Und jetzt habe ich auf Versehen was Falsches gemacht. Okay, ich gehe aber schon mal zurück. Bringe euch die hier. Denn umso weniger es auch sind, umso mehr kann man dann auf jeden... Also, umso schneller kriegt man die Eier auch frei. Weil ich glaube, wir brauchen nicht mehr so viel... um dann wahrscheinlich die nächsten direkt zu machen. So. Die nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir da alle. Zurück zum Nest. Okay, jetzt haben wir wieder alle drei fertig. Nochmal so einen fliegenden. Okay. Eine Schlange. Und nochmal einen fliegenden. Jetzt gucken wir mal. Können wir das hier hoch machen? Nein, noch nicht. Yes. Ah, wir brauchen immer mehr. Man braucht nicht ganz viele Doppelte, sondern wir brauchen einfach nur 3 Stück davon. Jetzt verstehe ich das. Oh Mann, ich war so doof. Wir hätten schon mal viel stärkere haben können. Oh, okay, okay, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Obwohl, hier ist 1 von 2. Hier ist 2 von 3. Okay, ich verstehe es doch irgendwie nicht, muss ich sagen. Weil hier haben wir... Oh, okay, ich habe absolut keine Ahnung, was wir machen müssen, wie wir es machen müssen. Aber... Ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben jetzt so viele starke neue Monster. Wir sehen uns, Haustiere besser gesagt, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, wenn wir mal versuchen, alle Bosse hier zu killen. Und zwar die, wo wir immer 1600 zahlen müssen. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Roblox. Macht's gut, schönen Tag noch und tschüss.